Ilsenburg im Harz. Malerisch gelegen schaut man über den Forellenteich. Unweit dieses Ortes beginne ich heute meine Wanderung. Die Ilse entspringt ca. 2 Kilometer südöstlich des Brockengipfels. Bis hierher hat sie also schon gute 10 Kilometer Flusslauf hinter sich. Ihren Namen erhielt sie von der gleichnamigen Prinzessin, welche sich in die reißenden Fluten stürzte bzw. gestürzt wurde. Es gibt mehrere Varianten der Erzählung und der Sachverhalt wird recht unterschiedlich dargestellt. Heinrich Heine hat auf seiner Harzreise sich der Ilse gewidmet. So ist es auch nicht verwunderlich, dass dieser Wanderweg entlang des romantisch gelegenen Baches seinen Namen trägt. So wandle ich heute auf den Spuren Heines, wenn auch nicht bis auf den Brocken, doch ein ganzes Stück bis zu den Ilsefällen. Taucht mit mir ein in die wundervolle Welt des sprudelnden Baches und lasst euch begeistern, auch von den Bäumen am Wegesrand. Der Flusslauf gehört zu den wenigen naturnahen im Land. Keinen künstlich angelegten Staustufen werden wir begegnen. Eine kleine Kräftigung an der Prinzessinnenquelle muss sein. Vorbei am Waldhotel Ilsenstein nehme ich den Pfad an der Ilse wieder auf. Und wieder quere ich sie über eine eiserne Brücke und erreiche kurz darauf den Saint-Hier-Platz. Er wurde dem Forstwirt Hans-Dietrich Saint-Hier gewidmet, der 1764 die erste forstwirtschaftliche Lehranstalt gründete. Zurück zu Heine. Er wanderte 1824 durch den Harz. Von Göttingen über Goslar auf den Brocken bis nach Ilsenburg und wieder zurück. Er verfasste seine Harzreise und damit gelang ihm literarisch der Durchbruch. Spöttisch und feinsinnig erzählte er über die Dinge des Lebens, über das Essen und Trinken, über Frauen und Politik
sowie über seine Befindlichkeiten als Dichter. Und während ich so dahin schlendere, denke ich an seine Zeilen. Ich bin die Prinzessin Ilse und wohne im Ilsenstein. Kommt mit mir nach meinem Schlosse, wir wollen selig sein. Dein Haupt will ich benetzen mit meiner klaren Well. Du sollst deine Schmerzen vergessen, du sorgenkranker Gesell. In meinen weißen Armen, an meiner weißen Brust, da sollst du liegen und träumen von alter Märchenlust. Ich will dich küssen und herzen, wie ich geherzt und geküsst. Den lieben Kaiser Heinrich, der nun gestorben ist. Ja, oder auch folgende Zeilen, inspiriert durch die Felsenruine am Ilsenstein. Steiget auf, ihr alten Träume, öffne dich, du Herzentor. Liederwonne, Wermutstränen stürmen wunderbar hervor. Durch die Tannen will ich schweifen, wo die muntre Quelle springt, wo die stolzen Hirsche wandeln, wo die liebe Drossel singt. Auf die Berge will ich steigen, auf die schroffen Felsenhöhen, wo die grauen Schlossruinen in dem Morgenlichte stehen. Dorten setze ich still mich nieder und gedenke alter Zeit, alter blühender Geschlechter und versunkener Herrlichkeit. Gras bedeckt jetzt den Turnierplatz, wo gekämpft der stolze Mann, der die Besten überwunden und des Kampfes Preis gewann. Efeu ragt an dem Balkone, wo die schöne Dame stand, die den stolzen Überwinder mit den Augen überwand. Ach, den Sieger und die Siegerin hat besiegt des Todes Hand. Jener dürre Sensenritter streckt uns alle in den Sand. Und an dieser Gedenktafel kommt mir Heinrich Heines Werk auf den Brocken in den Sinn.
heller wird es schon im Osten, durch der Sonne kleines Glimmen. Weit und breit die Berggipfel in dem Nebelmeere schwimmen. Hätte ich 7 Meilenstiefel, lief ich mit der Hast des Windes über jene Bergesgipfel nach dem Haus des lieben Kindes. Von dem Bettchen, wo sie schlummert, zög ich leise die Gardinen. Leise küsste ich ihre Stirn, leise ihres Munds Rubinen. Und noch leis wollte ich flüstern in die kleinen Lilienohren: Denk im Traum, dass wir uns lieben und dass wir uns nie verloren. Zum Abschluss sei mir noch ein Heine-Zitat erlaubt. Das ist schön bei den Deutschen. Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht. In dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit an meiner Seite.